Moin moin und da bin ich wieder. Willkommen zurück zu Elder Scrolls Arena. Wir sind in den Hallen des Kolosses und wir haben hier sechs Tore, also beziehungsweise Treppen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem im Norden an. Nordöstlichsten. Dem fangen wir an. Irgendwo sind wieder Ratten. Und unten wir hier. Ich würde sagen, aber hier machen wir auch mal einen kleinen Safe Gate auf die 2. Natürlich. Hat er was? Wo genau sind wir jetzt auf der Map? Den hier. Sagen wir, machen uns erst auf dem Weg irgendwie. Gehen wir erstmal da lang. Oh, der hat auch nicht. Und schauen hier uns mal um. Hier sind irgendwie nur Ghule, kann das sein? Rattenküras. Wir kommen hier mal weiter nach Norden. Wirklich weiter, außer durch das Loch. Hier scheint auch schon Ende zu sein. Jetzt will ich es wissen. Okay. Dann schauen wir uns das hier mal an. Hier ist erhöht, glaube ich. Im Norden will ich aber noch weiter hier. Oh ne, doch. Norden. Bin ich hier. Hallo, ich will jetzt hoch. Nein, nicht runterfallen. Verwirrt mich ein bisschen jetzt hier, wo ich bin. Wie geht's drunter weiter? Da hinten scheint was zu sein. Oh, komm. Ja, viel true. Button Graves. So, und was hier? Da brauchen wir nicht. Das ist jetzt interessant, dass die doch vielleicht so miteinander sind. 30 Gold immer. Wo ist noch ein? Direkt ich, komm. Noch eine geheime Tür. Hier ist keine geheime Tür.
hat nichts. Ich, hier ist noch eine. Mit dem Kreis. Das ist jetzt interessant hier. Ah, ich weiß, wo wir hinkommen. Ja, wir sind hier an dem zweiten Eingang. Interessant. Und wir gehen hier nochmal nach Norden. Weil hier haben wir noch nicht alles erkundet. Na doch nicht. Da kurz nach Natur aus. Bei mir war nichts. Der Minotaur. Nichts. Da ist noch ein Schlüssel. Okay. Amethystschlüssel. Irgendeinen Schlüssel haben wir geschafft. Finden. Hier geht's auch nicht weit. Aber hier fehlt noch das Glück. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg nochmal von vorne hier hin und dann Richtung Süden. Den Weg, den wir. Ach, eine Tür. Den ganzen Weg nochmal zurück von vorne. Damit wir da ein bisschen weiter erkunden können. Ich hoffe nur, dass wir hier nicht nochmal diseased werden, oder? Wäre jetzt ein bisschen unpraktisch, weil wir jetzt nicht so viele Potions haben. Ne? Ne, das war der hier, wo wir hin mussten. Okay, ich bin nichts hat. Hier sieht es auch so aus, als gäbe es. Wir haben schon mal zwei Schlüssel. Von denen versuche ich mich mal ein bisschen zu distanzieren. Damit ich hier nicht gesiezt werde. Hier müssen wir noch. Und sagt schon. Oh Gott. Okay. Vielleicht sind die alle doch miteinander. Ich finde hier schon langsam den Weg nach den anderen. Ja. Ach nee, jetzt sind wir die siehst. So. Healing.
Komm schon. Ring. Wir müssen irgendwas finden, womit wir nicht mehr diseased werden. Ein paar Potions oder so. Anwaschen. Klingt nach Zombies. Gehen wir hier rein. Ach, hinter mir auch noch mal einer. Ich hoffe, der hat Potions. Hier kann man schwimmen. Und? Okay, den Bereich haben wir. Heißt es jetzt gleich schwimmen? Jetzt noch ganz schön weit süd. Sehr weit süd. Aber die sind auf jeden Fall doch alle miteinander verknüpft. Frage ist jetzt, die ich mir stelle, wie viele Schlüssel brauchen wir jetzt? Wir haben schon zwei. Das waren ja 6 Treppen. Da haben wir noch einen. So, you have found a Saphir-Schlüssel. Okay. Oh, und hier haben wir nochmal einen Schatz. Ich hoffe nur, wir überleben das hier. Hier ist eine Geheim. Und noch ein offener. Zombie oder ein Geist? Dann beginnt hier erst. Da kann ich jetzt auch nicht mehr werden. Ich hoffe nur, dass sich das nicht summiert. Dass ich dann noch kranker werde oder sowas. Ich habe aber irgendwie das komische Gefühl, wir müssen hier jeden Schlüsseltyp einmal finden. Heißt also, dass wir wahrscheinlich auch noch einmal einen Diamantschlüssel auch noch wahrscheinlich finden müssen. Einen Eisenschlüssel, gehe ich auch von aus. Wir wollten Westen, habe ich gedacht. Gehen wir mal Westen. Und noch weiter oder kamen wir? Ja, von da kamen wir gerade. Aber immerhin immer wieder Wasser. Ah, hier waren wir auch, glaube ich, schon. Sieht so aus. Die gehen mir auch schon auf den Sack. Ich hätte gern so ein Potion, das mich entdeceased. Waffen gibt es ja auch schon. Hier rumlaufen irgendwo. Geh mal hoch. Oh. Healing.
Falsche Taste wieder. Und ist? Kommen wir da durch? Achso, da kommen wir da durch. Dahin. Was ist mit meinem PC los? Warum ist er so laut? Ja, Zombie, habe ich gesehen. Okay. Hier müssen wir wahrscheinlich schwimmen, ne? Schwimmen wir mal. Keine Ahnung, wohin ich schwimmen muss. Scheint aber ein weiter Weg zu sein. Ich höre von Ratten. Ich mache hier auch schnell. Und jetzt? Oh, warte, hier. Ah, wir sind jetzt in dem Bereich. Okay. Gehen aber erstmal darum. Können aber noch weiter schwimmen. Können da noch weiter schwimmen. Ich glaube, vielleicht ist da noch was. Weil es sieht danach aus, als kann man hier noch weiter schwimmen. Wichtig, ich glaube, wir müssen hier entlang. Ich glaube, wir müssen hier schwimmen. Dieses Gefühl werde ich hier nicht los in dem in diesem Dungeon. Kann ich eben nochmal schnell was trinken? Hier jetzt gelangt. Kann ich da überspringen? Nein! Okay. Hier scheint aber schon Ende zu sein, ne? Ja, hier ist Ende. Das ist ein Endgebiet. Spring ich mal darüber. Oder warte, vielleicht war was auf der Insel und ich habe nicht gesehen. Die Insel nicht. Da vorne ist noch. Nee. Ah, hier. Aber auch noch was. Gehen wir mal. Darüber. Dann haben wir das mit dem Wasser, den Bereich hier, wo wir schwimmen müssen, hinter uns. Yo. J. Okay, wir müssen wohl da bleiben.
Na, immerhin können wir so weit springen. Ah, klasse. Aber ich würde einmal das hier machen und einmal das hier. So, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, den ganzen Weg hier umsonst, glaube ich, geschwommen. Zumindest nichts gefunden hier. Lizardman, genau. Ja, war nicht. Geh mal darum. Vielleicht finde ich hier. Finden wir. Ich hätte jetzt aber trotzdem gern lieber ein paar Potions, die mir vielleicht ein bisschen Heilung geben. Und wir sind wieder hier. Hier rein. Hier müssen wir noch rein. Eine Tür. War nicht. Waren wir schon? Also weiter Richtung Norden. Gut, dass wir die Zombies hier aber nicht. Was tun wir? Eine Tür? Ah, hier sind wir. Dann war oben durch, aber wir können auch hier rum. Lass hier mal einmal. Dann wir eh wahrscheinlich wieder darum. Und der hat auch nichts. Ich brauche Potions. Gibt's keine Tür. Ja, okay. Dann heißt es hier gleich irgendwo links. Müsste eine Tür gewesen sein. Da. Und hier. Digga, wo kommt. Da. Nee. Healing. Und nochmal. Hm? Oh. Nochmal. Healing. Healing. Noch ein Schlüssel. Und. Rubinschlüssel. Nice. Vier Schlüssel haben wir jetzt. Jetzt kommt's, wir müssen 6 oder 8 finden. So, aber hier den Bereich haben wir jetzt fertig. Das heißt, dann können wir noch zurück, Norden, hier, Norden und dann darum. Den Bereich müssen wir auch noch voll erkunden. Dann noch hier. Okay, hier ist nicht mehr so viel. Hier ist nicht so viel, ist nur noch dieses Stück. Lass mal eben den hier machen. Eine Tür? Hier war keine. Hier war ein. Tür.
Nehmen einfach die hier. Und dann hier. 18 Gold, immerhin. Hat er nichts. Er hat auch nichts. Oh, hier geht es wieder runter. Ach stimmt, hier sind wir. Da geht er mich einfach von hinten. Okay, der hat nichts. Der andere. Irgendwo ist er. Oh, hier liegt auch noch ein Toter. Will nicht den Lizard Man. Will den anderen Toten hier. Okay. Lassen wir das. Wir müssen ja auch nicht alles mitnehmen. Von den Toten meine ich auf jeden Fall. Hier noch durch. Jetzt, wie kommen wir hier hin? Oh ne, müssten wir, um dahin zu kommen, den ganzen Weg bis hierhin wieder von vorne, also einmal hier irgendwie so dadurch nach oben Norden schwimmen. Ach. Ja, egal, wir gucken uns jetzt noch den Raum hier an. Ist aber kein Schlüssel. Es fehlt nur noch der Eisenschlüssel, der Diamantschlüssel, von denen ich was weiß. Oder nicht. Warte mal. Da. Waren zu kommen, um das. Müssten wir einfach von dem hier den im Norden nehmen. Ja, dann lass mal eben den im Norden nehmen. Kommen die Ratten? Ach, Scheißdrecksratten. Mit denen hier jetzt wahrscheinlich. Ne? Mit wir im richtigen. Genau, wir sind jetzt im richtigen. Wir machen hier ein Safe Game auf der 2. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.